So. Alles geregelt, dann kann es hier auch komplett losgehen. Einen wunderschönen guten Abend und entweder willkommen hier zum neuen Race oder einfach willkommen zurück, wenn ihr dran geblieben seid. Ja, das zweite Spiel hintereinander zwischen den Turtle Rockers und Validation Chess Boots. Diesmal Namefaker gegen Hexodus. Ich bin Reint und hier werde jetzt dieses Spiel für euch kommentieren und ja. Woche 5, immer noch Swordless. Bin gespannt, was wir jetzt hier zu sehen bekommen. Auf jeden Fall schon eine Menge Bomben unterwegs und Namefaker nutzt das Ganze, um nach Kakariko zu gehen. Haben anscheinend schon ein Buch gefunden und Hexodus ist einfach mal mit dem Bomben-Tree-Pull ganz frech schon in die Front von Hyrule Castle reingegangen nach dem Onkelstart. Beziehungsweise ist wahrscheinlich erst Richtung Tank gegangen. Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch etwas zu wenig. Ich habe am Anfang ein bisschen wegen Abstimmungssachen nicht ganz mitbekommen können. Aber ja, auf jeden Fall. Wir haben den Somaria direkt im Escape. Also auch schon mal eine schöne Waffe für Mini-Modern Cape. Wir sehen aber auch, Namefaker findet direkt mal die Flöte in Blind Sutter. Das ist also immer relativ schön, Flöte direkt in Kakariko finden zu können. Sehr schönes Bomben-Setup hier von Hexus für den zweiten Blue Guard. Ja, ich bin mal gespannt, also... Ah, und kriegen auch schon den Hookshot. Zumindest ist eine Waffe, mit der man Mini-Moldom Cave gut machen kann und mit der Flöte auch schon mal der Berg einfach weit offen. Ja, ich bin mal gespannt, weil der Cane of Somaria im letzten Race schon so ein interessanter Zeitpunkt oder ein interessantes Item, das man sehr oft braucht, aber manchmal eben nicht. Bin gespannt, wie sich das Ganze jetzt hier für dieses Race entwickelt wird. Wir haben auf jeden Fall anscheinend einen Pendant in Hera. Das heißt, noch zwei Pendants verfügbar in der Dark World. Und Hexodus entscheidet sich, nochmal Bomben holen zu gehen. Oder checkt den Triple nochmal. Ja, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, was das werden soll. Es werden auf jeden Fall nochmal auch Bomben. Das hatte aber nochmal 4. Möchte vielleicht an die South Shore gehen. Ne, startet aber am Sank. Ja, da bin ich mir jetzt tatsächlich wirklich nicht ganz sicher, was Sexodus damit bezwecken wollte. Na gut, wir werden sehen. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, was da auf der Library lag. Auf jeden Fall im Race-Game nur ein 5er Rubin. Den werden wir nicht abholen nochmal, der ist es nicht wirklich wert. Namefaker mit der Flöte. Kann direkt runterflöten an die South Shore. Hookshots an die Truhe hocken. Jawohl, dann muss man noch mal einmal rein. Sieht nach einem relativ zügigen Start hier aus, auf jeden Fall. Das nimmt das Buch mit. Bin mal gespannt, man könnte natürlich, und ja, genau das macht Hexodus jetzt auch, hier für den Early Pet Check gehen. Das Buch liegt da gerade eh schon so schön rum. Kann man auch mal kurz vorbeigehen hier. Und findet heraus, da liegen 10 Pfeile drauf. War eine relativ leere Mini-Moldom-Cave, bis dann doch noch die Flippers hinten rausgefallen sind.
Das finde ich für den jetzt tatsächlich nicht unbedingt so der beste Fund, denn mit den Flipper-Checks jetzt zu Sora zu gehen, aber eben nicht das Geld zur Verfügung zu haben, ist aber so ein bisschen, möchte man nicht. Jetzt aber mit den Flippers ohne Handschuh auch die Möglichkeit, weggefallenen Houlihan-Raum aufzusetzen, um schnell an Geld zu kommen. Das heißt, Geld farmen für Namefaker gerade nicht sehr fix machbar. Ja. Ja, aber wir haben den Berg offen und haben noch eine Flasche, die wir mit der Flöte relativ schnell checken können. Also sind noch gerade genug relativ schnelle bzw. relativ ertragreiche Optionen offen. Kriegen auch noch einen Linkshaus-Check von Namefaker. Und geht jetzt einmal zu hoch mit den Flippers. Kann dabei hier noch Lake Hylia Island checken. Ja gut. Obo jetzt erstmal einen Einzelcheck, der so ein bisschen abseits liegt von allem, aber mit der Flöte kann Namefaker dann von hier aus auch weiterfliegen, selbst wenn man nicht in die Zora-Area möchte, dann hat man schon mal diesen einen Off-Check weg, der relativ langsam, relativ einzeln ist. Und ist dann halt abgesichert gegen etwa oder dagegen etwas liegen zu lassen. Und ja gut, die Lampe nicht unbedingt verkehrt. Also gerade wenn man jetzt auf den Berg gehen möchte, um den alten Mann abzugeben, macht das Ganze nochmal ein bisschen angenehmer. Gerade ohne Schwert, denn im Swordless, werden wir die auch nicht kriegen. Macht die Orientierung hier im Darkroom halt einfach wesentlich leichter. Auch wenn Namefaker sie nicht gebraucht hätte, aber nimmt man mit. Und eine Feuerquelle zu haben, speziell wenn man ein Buch hat und Desert Palace potenziell früh abgeschlossen werden kann. Und oder soll. Nicht verkehrt. Schauen wir mal, was uns der alte Mann gibt. Ah, ein Fünfer. Wenig Taschengeld dafür, dass man ihn aus der Höhle geführt hat. Nimmt mal mit. Ist in Ordnung. Aber jetzt auch nicht unbedingt das, was uns großartig weiterhilft. Die Moonpearl hatten wir auch schon zwischendurch eingesammelt, die ist mir etwas durchgerutscht. Das macht das ganze Layout natürlich auch schon wieder interessanter. Wir haben einen Hookshot, wir haben eine Lampe, wir haben eine Moonpearl. Ja, so wirklich weit weg von Aga sind wir nicht mehr. Also ein Cape und ein Bucknet. Ja, da ist das Bugnet. Wir kriegen noch einen Ether dazu. Wir haben nur zwei Pendants in der Light World. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass einer der Medallion Dungeons nötig sein wird. Dafür Ether durchaus möglich. Das ist, wie wir es brauchen. Namepaker findet hier auf dem Berg auch noch einen 300er, eine weitere Flasche. Dem 300er hat er jetzt auch genug Geld für Sora. Das geht eigentlich relativ gut auf hier gerade für Namefaker. Und bedenkt, dass die Flipper-Checks noch offen sind. Auch immer in den falschen Momenten weg, da ist mir auch Floating Island durchgerutscht. Ich habe schon mal besser aufgepasst beim Kommentieren. Hexodes holt sich die Flippers gleich ab.
Schauen wir mal noch, was das letzte Item hier auf dem Berg ist für Namefaker. Nur Bomben. Ich denke mal, dann sehen wir jetzt die Flipper-Checks von Namefaker. Ja, wenig überraschend. Böte zu 8. Wir haben die Flippers, wir haben das Geld. Wir haben sonst nicht viele tolle Optionen gerade. Man könnte nach Eastern gehen. Sarsrala hat natürlich immer noch 3 Items, aber ohne Bogen. Möchte man das ja in der Regel eher immer nicht so. Also man möchte jetzt mindestens versuchen, einen Bogen zu finden, bevor man dahin geht. Also ein Double Tap Eastern kostet auch immer Zeit. Ja, es ist leider kein Bogen, sondern nur ein Pfeil, den man mit dem Bogen benutzen könnte, wenn man ihn hätte. Wir kriegen eine Green Goo von der Waterfall Fairy. Ist für die leere Bottle gar nicht so verkehrt. Und Hexo, das geht jetzt erstmal Richtung Desert rein. Die Option haben wir natürlich auch noch offen mit dem Buch. Eine Blue Mail. Eine Red Mail würde man dann vielleicht in der Situation liegen lassen, aber eine Blue Mail gerade in Thornton ist, ich glaube, da ist man gar nicht so enttäuscht drüber, die recht früh zu bekommen. So, gibt uns eine weitere Flasche. Jawohl, ja. Na gut, haben wir derer schon 3? Und wir haben den Vicky in Desert vorne drin. Das heißt, Desert ist mit einem Handschuh abschließbar. Und ist auch komplett in Logik ohne Boots. Da liegt ein Kompass auf der Torch. Okay, das ist interessant zu sehen. Oh, Desert Big Chest hat für uns den Small Key. Das heißt, wir können auf die rechte Seite gehen. Und Namefaker checkt einmal Sicket aus. Gibt uns aber auch nur 20 Rubine. Nicht extrem hilfreich. Ich denke, kriegen wir Namefaker jetzt auch in Desert? Hey, geht vielleicht erstmal ins Castle. Wird also auch zumindest den Somaria finden. Hat auch die Lampe, um durchs oder bis zum Dark Cross schon zu gehen. Und da ist das Cape in Desert. Das ist natürlich jetzt gerade ein bisschen unglücklich für Namefaker, der dann hier noch ein weiteres Mal hin muss. Höchstwahrscheinlich. Es sieht nach Aga aus und da ist auch das zweite Item in Desert. Gehe mal stark davon aus, Hexodes wird jetzt noch zu Agina gehen. Denn so richtig Wutbewaffnung, um Lanbo zu bekämpfen, haben wir jetzt noch nicht. Ich denke, da wird man ein Auge drauf haben, zumindest Fire oder Ice Rod zu finden, bevor man das angeht. Exodus jetzt unterwegs Richtung Berg. Er hat die Lampe aber noch nicht abgeholt. Und das ist genau das, was ich angesprochen hatte. Jetzt Darkroom zum alten Mann. Ja, durchaus machbar, auch ohne Lampe, aber ist halt nicht ganz so schnell, wie wenn man sieht, dass da ist.
und das setzt hier auch schon mal ein bisschen zum Deathwarp an. Alexander sagt schon, weil ich ihn gerade im Chat gelesen habe und der das Race vorher gemacht hat, war ich mein Namefaker. Ja, ist jetzt natürlich die Frage, man hat die Boots nicht, man hat die Handschuhe nicht. Das ist vielleicht ein bisschen der Grund von Namefaker zu versuchen, Desert noch ein bisschen aufzuschieben. Vielleicht lieber erstmal ins Castle gehen, das ist ja mit der Lampe soweit alles in Logik. Hängt ein wenig davon ab, ob wir jetzt den Small Key hier kriegen, ob wir noch durchgehen können. Back of Escape. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir Namefaker auch definitiv erst in Desert sehen, bevor es nach Eastern geht. Und dann ist halt die Frage, du hast Agar-Zugang. Du hast komplette Dark World mehr oder weniger offen. Triffst du dann die Entscheidung? Und nee, wir haben nur die Karte in Dark, oder in Dark Cross. Das heißt, Back of Escape ist Glove Locked. Und Agar-Seed wird extrem wahrscheinlich. Ich meine, wir haben immer noch die Eastern Area. Das sind 5 Items, mindestens. Und ja, keine große Überraschung. Namefaker unterwegs nach Desert. Wird Escape finden. Dann ist eben die große Frage, riskiert Namefaker schon zu Agar zu gehen? Wie gesagt, wir haben eine Menge bereits in der Dark World offen dann. Oder geht vielleicht doch lieber noch erst nach Eastern Palace rein, ohne Bogen? Geht man vielleicht noch erst zu Sahasrara, weil das sind 3 sehr schnelle Items im Vergleich doch? Hexodus jetzt dann auch unterwegs, die Lampe abzuholen. Kriegt damit mitgeteilt, ja, das ist wirklich ein Agar-Seed. Oder höchstwahrscheinlich wirklich ein Agar-Seed. Wird wahrscheinlich auch noch zur Sora gehen und die letzte Flasche abholen. Für Namefaker steht jetzt die Entscheidung an. Agar oder Eastern? Startet an Seng oder am Berg. Das würde tendenziell vielleicht eher für Eastern sprechen. Weil für Agar könnte man einfach an den Haus starten und müsste nicht erst flöten. Ja, es wird zumindest Sahasrara. Was ich durchaus nachvollziehen kann. Ich meine, wenn hier bis zu 6 Items sind, dann zumindest die 3 schnellen Items mitnehmen, bevor man für den Agar-Play committet. Was halt sehr zeitaufwendig ist. Absolut nachvollziehbar. Namefaker hat den Seed eigentlich gut getroffen hier bis hierhin. Und daher kein Grund, jetzt unnötig große Risiken einzugehen. Green Pendant Ice Palace. Ja.
Also wahrscheinlich kein Hammerkolster nötig, bedeutet aber auch schon, der Somaria war definitiv required. Ah, Flasche Nummer 4. Ja, und Namefaker war kurz am Überlegen. Ja, und zückt aber die Flöte, also ich glaube, das wird hier ein Agarplay. Mehr wird's nicht. Namefaker entscheidet sich um, geht nach Eastern rein. Das könnte jetzt hier vielleicht so die erste wichtigere Entscheidung in diesem Seed werden. Committet man zu dem Eastern-Dip oder riskiert man das Agarplay? Schauen wir mal. Zwei Items für Namefaker hier in Logik erreichbar. Das dritte vielleicht, wenn es nicht auf dem Boss ist. Das wissen wir nicht. Exodus geht sich noch die Blue Mail abholen und dann steht auf Exodus Seite an, die Entscheidung an. Agar oder Eastern? Exodus weiß auch noch nicht, dass in Dark Cross nur die Karte ist. Das heißt, eventuell das Castle eine größere Anziehungskraft mit dem potenziellen Back of Escape, aber auch da Flöte ausgerüstet. Das wird zumindest aus Rala. Ja. Entscheiden sich beide bis hierhin zumindest selbst und das heißt, entweder behält Namefaker seinen Vorsprung oder der Unterschied ist bisher nicht wirklich groß. Ich meine, Hexodus kann sich jetzt hier nach Sarsrala immer noch entscheiden, zu Agar zu gehen. Wir haben gesehen, Namefaker hat darüber nachgedacht. Das ist definitiv eine valide Option. Wie gesagt, es ist halt eine Menge auf in der Dark World. Und Hexodus bleibt auf den Hookshot, geht nicht zur Flöte, also auch das wird wahrscheinlich einen Eastern Dip. Und ja, damit beide Runner effektiv gleich, Namefaker mit einer etwas effizienteren Route insgesamt. Ist jetzt hier wahrscheinlich eine gute anderthalb Minuten voraus. Und dann geht der Seed halt ab dem Zeitpunkt nach Agar dann im Prinzip in Phase 2 über. Vanilla Big hier in Eastern. Das heißt, die Big Chest checken wir noch. Und das war nur die Karte, das letzte Item auf den Armus Knights. Es ist ein Agar Seed. Wir hatten auch gesehen, Hexodus hatte aus den ersten beiden Truhen bereits zwei Items gezogen. Auch das wäre noch eine Option zu sagen, okay, Eastern Palace, ich war jetzt hier auf der rechten Seite. Ich habe zwei Items raus, es gibt nur noch eins, das kann auch ein Boss sein. Hätte man sagen können, okay, man geht raus und geht zu Agar. Aber Hexodus bleibt Namefakers Spur direkt treu. Ja. Jetzt sehen wir einen Swordless Agar Tower. Oh, okay, Namefaker hat auch schon anscheinend die Information gehabt. Stun Price ist Full Magic. Das ist natürlich sehr, sehr angenehm zu wissen. Swordless Seed. Ja. Jetzt machen wir halt Agar Tower mit einem Cane of Somaria und einem Bucknet. Nimmt hier die Stun-Fähigkeit des Hookshots zur Hilfe. Sehr schön gemacht hier, der erste Raum. Die beiden Bluebirds hier sind ein bisschen unangenehmer mit Somaria. Kriegt Namefaker aber auch recht solide hin.
nehme nur einen mit. Einen Hit mit. Hier vielleicht wechseln, dass ich den Fledermaus einen nicht mitgibt, aber gut, Blumel macht sie auch, glaube ich, nur einen Viertelherzschaden. Aber generell macht sie ja nur relativ wenig. Sieht bis hierhin relativ solid aus. Exodus fertig mit dem Eastern Dip. Wird jetzt Namefaker folgen. Dieser Raum hier macht Namefaker gerade ein bisschen mehr Ärger als die vorherigen. Ja, Agar Tower wirklich nur mit Sumaria ist man definitiv auch nicht gewohnt. Also Respekt dafür, dass Namefaker hier offenbar so gut damit zurechtkommt. Hexod ist natürlich, wie gesagt, oder wie vorhin angesprochen, hat noch keine Ahnung über Starcross. Auf zwei Herzen runter. Aber noch eine Red Potion einstecken und vor allem die Fee, die wir noch bekommen haben von Sarsrala. Ein Bugnet zur Hand. Nicht die schönste Situation für einen Agar-Fight, aber sollte eigentlich sehr gut machbar sein für Namefaker. Ja, jetzt sehen wir halt Namefaker schon oben in den Agar-Fight rein. Da betritt Exodus erst den Agar-Tower. Faker versucht sich einen Weg einzuschwingen mit dem Bugnet. Hier vielleicht ein hilfreicher Tipp, den ich auch gar nicht noch nicht so lange kann. Das Bugnet beginnt links von einem, da ist die Hitbox nach dem Benutzen direkt. Das heißt, wenn man sich so hinstellt, dass Agar immer links von einem ist, dann kann man das eigentlich mit dem Bugnet fast genauso gut kontrollieren wie mit einem Schwertspin. Und auf der anderen Seite sehen wir jetzt gerade schon, Hexodes braucht wesentlich länger hier schon für die Ball and Chain Guards. Macht das Ganze relativ vorsichtig, aber ja. Es sieht danach aus, als ob sich der Vorsprung von Namefaker erstmal nur vergrößert. Sofern denn der Kampf gelingt. Namefaker jetzt auf ein Herz runter und entscheidet sich, erst die Fee nutzen zu lassen. Hat jetzt, glaube ich, auch schon 2, 3 Treffer drin. Ich habe nicht genau mitgezählt. Macht die Variante jetzt immer, stellt sich ein bisschen diagonal zu Agar hin. Von unten, da ist die Box auch früher dran und hat den Fight geschafft. Okay, Part 2 beginnt für Namefaker. Dark World. Erstmal schauen, Mapcheck, Pendant Pot. Wer hätte es anders erwartet? Red Crystals in Thief Town und Turtle Rock. Pyramide. Relativ unwichtig. Wir haben einen Pendant Pot. Das ist eine interessante Überlegung zu sagen, okay, ich will sowieso weder Bogen noch Hammer wirklich haben. Ich gehe einfach mal hin. Auf der anderen Seite, wir haben keine progressiven Bögen. Das heißt, wenn Pot bowlocked ist, dann ist Pot aber auch hart absolut bowlocked und du wirst keinen Bogen im Pot finden und du wirst auch nichts dahinter finden, was dann irgendwie von einem anderen Bogen oder so geöffnet werden könnte. Daher vielleicht auch da eher die Überlegung, erstmal zu sagen, Village of Outcasts ist die Richtung, die absolut in Logik ist, immer völlig offen ist und die man antreten sollte. Und Exodus hat es offenbar einmal
zerlegt im Tower Climb, wird das Ganze nochmal angehen müssen. Und das ist natürlich jetzt großer, großer Vorteil für Nebenfaker, weil das kostet Zeit. Nebenfaker unbeschadet, auch mit dem Wissen um Stun Price Full Magic durchgekommen, den Agar Tower. Immerhin, Exodus muss sich jetzt hier nicht mehr um die Guards kümmern, hat den Schlüssel schon, die Tür ist offen, kann einfach durch. Oh, Namefaker unterdessen schaut hinten in Skalwoods rein, beginnt direkt an der Vanilla Big Key Chest. Und wird mit dem Ice Rod belohnt, das ist ein schöner Fund. Sieht man gerne. Sieht man vor allem gerne früh, wenn Todrock ein Crystal ist, dass man nicht den Ice Rod dann noch als Go-Mode-Item haben muss. Findet auch schon die Karte. Da ist kein Small Key jetzt mehr hier zu holen, aber dafür, wenn Namefaker jetzt reindroppt hier in die Front von Skalwoods, wird ein garantierter Small Key irgendwo in einer der drei Truhen auf ihn warten, die er erreichen kann. Denn die Motte kann kein Small Key haben. Die Big Chest wäre die einzige andere Option, wo noch ein Small Key sein könnte, den er nicht erreichen kann, wenn der Big Key hier ist, aber einer Small Key bleibt dann trotzdem über, der immer hier sein muss. Da ist auch das zweite Item. Das heißt, Namefaker braucht jetzt die Truhe theoretisch gar nicht öffnen, kann einfach rauslaufen und macht auch genau dies. Naja. Raus aus Skalwoods. Das heißt, hier kommen wir später noch einmal mit dem Fire Rod hin und ansonsten wird uns dieser Dungeon nicht mehr kümmern. Exodus hat es inzwischen diesmal zu Agar geschafft. Schauen wir mal, ob es jetzt auch gelingt, den Zauberer zu besiegen. Thief Town, natürlich ist Crystal, vor allem ist ein Red Crystal, ist immer so eine Sache. Namefaker geht jetzt hier auch erst einmal wilde Outcast-Checks alle machen, weil wäre ja schön dämlich, wenn du nach Thief Town reingehst. Du musst die Big Chest auslassen, weil da ein Item drin ist. Nur um dann festzustellen, ja, der Hammer war hier im Chest Game oder in der Brauerei. Aber nicht heute. Jetzt hat man natürlich die Option, wenn man nach Thiefstone reingeht, die Front wird man sicherlich spielen, die vier schnellen Checks. Danach könnte man überlegen, ob man Richtung Hype Cave aufbricht. Der Weg natürlich dann zurück nach Thiefstone, wenn doch irgendwas hinten drin liegt, ist weit. Denn wir haben immer noch keinen weiteren Teil für Dark World Access gefunden. Kein Handschuh, kein Hammer. Wir haben hier nicht mal einen Spiegel. Irgendwie es sieht recht knauserig geworden. Exodus fertig mit Agar, kann jetzt auch den Trip in der Dark World beginnen. Ich bin mal gespannt, ob Exodus jetzt vielleicht nach Pot geht. Es ist halt immer ein Risiko, gerade in einem Seed mit nicht progressiven Bögen. Weil Pot kann direkt bowlocked sein, dann ist da nicht so viel. Kann natürlich aber auch teilweise oder gar nicht Bowlock sein, aber auch Exodus auf dem Weg direkt Richtung Village Outcast. Kriegen Thieves Down den Small Key, das ist natürlich auch immer das Szenario, blind ohne Hammer in Logik.
Möchte man da noch rausgehen? Und Namefaker entscheidet sich dafür durchzugehen. Ist natürlich jetzt aber auch eben das Risiko, wir haben den Smolky schon, der kann nicht mehr in der Big Chest sein. Bonuspunkte natürlich jetzt für jeden, der hier in Thiefstone Items gezählt hätte. Ich hab's absolut nicht. Auch der Blindfight ist nicht der einfachste. Der Namefleck hat immer noch seine Red Potion, immer noch seine Fee und wir haben den Sumaria. Das ist der Sumaria eigentlich auch definitiv angenehmer als der Hammer, was das angeht, als Waffe für Blind. Aber ideal ist es natürlich trotzdem nicht. Exodus nimmt den Ice Rod mit. Und der Deckel geht ja auf Nummer sicher. Tötet die Grashüpfe, Heuschrecken, wie auch immer man diese grünen Viecher bezeichnen möchte. Glücklicherweise droppen sie die Herzen für Namefaker. Also war ein sehr angenehmer Refill gerade. Teil dann oben im Attic. Exodus entscheidet sich hier den Small Key aus der Mitte direkt mitzunehmen für den hinteren Teil. Ist nicht so hundertprozentig nötig, aber kann das Routing angenehmer machen unter Umständen. Oh, Namefaker hier denkt dran, dass er keinen Handschuh hat und friert hier instant den Guard ein, um ihn als Waffe zu benutzen. Ja, Namefaker ist vorbereitet auf diesen Modus. Er hat sich Gedanken gemacht und es sieht alles sehr, sehr sauber bis hierhin aus. Noch ein Herzteil hier in der Zelle von Blind. Namefaker denkt auch schon wieder dran, dass er keinen Handschuh hat, dass er den Weg außen rum gehen muss. Ja, passiert sehr, sehr schnell mal, dass einfach aus Angewohnheit, dass man mit dem Maiden dann halt immer wieder hochgeht. Ja, oh, und Blind mit Sumaria. Ja, nicht der ideale Start, den Namefaker sich erträumt hat, aber erste Phase dann noch sauber gerettet. Spielt es mit der Red Potion und der Fee im Rücken auch relativ aggressiv, kann man auch machen. Schön ausgewichen hier. Ein Treffer noch. Sehr guter Fight. Wir sehen jetzt auch, Exodus betritt Village of Outcasts gerade, Namefaker verlässt es. Hat alles rausgenommen. Ich weiß jetzt immer noch nicht, ob in der Big Chest überhaupt ein Item ist. Macht jetzt auch erst nochmal den Map-Check. Möchte sagen, da ist kein Item in der Big Chest. Okay, hat anscheinend ein Item, hier gerade von Face im Chat erwähnt. Ja gut, das ist dann natürlich ärgerlich. Aber Blind war ohne Hammer in Logik und da hätte es dementsprechend absolut der Hammer sein können. Machst du nix.
Dumpy hat ja auch nichts. Das heißt, Hypecap bleibt noch. Und Namefaker auch hier sehr wach. Denkt dran, dass man keinen Handschuh hat, um unten den Stein aufzuheben, sondern man muss oben rum langlaufen. Hypecave gibt uns einen Quake. Einen Handschuh. Einen Hammer. Und 300 Rubine. Ja, Frage ist, was macht man jetzt den Ganzen? Ich meine, wir haben jetzt gerade unseren ersten Handschuh geholt, um den Handschuh gelockten Back of Escape zu machen. Also, vielleicht sollte man das einfach mal machen. Das denkt sich zumindest Namefaker. Ja. Wahrscheinlich die sinnvollste Option, zwei relativ schnelle Checks. Und danach kann man immer noch entscheiden, was man damit macht. Tatsächlich öffnet uns das Ganze gar nicht so extrem viel momentan. Ja, wir könnten jetzt Hera machen. Ja, das waren beide Herzcontainer. Und diesmal Namefaker leider nicht ganz so gedankenschnell wie bisher im ganzen Seed. Nimm den Small Key auch noch mit. Aber gut, das ist dann auch nur eine Kleinigkeit. Vielleicht etwas schade zu sehen, da Namefaker bis hier gerade oder bis hierhin eigentlich so eine absolut saubere Leistung hingelegt hat. Aber gut. Niemand ist perfekt. Und dass das jetzt erst so der erste kleine, wenn man so will, Flüchtigkeitsfehler ist von Namefaker, ist an sich auch schon beeindruckend. Und ja, Namefaker sagt sich, okay, Pot, was will ich da? Ich habe jetzt gerade einen anderen Pendant Dungeon, der aufgegangen ist. Der ist im Gegensatz zu Pendant Pot garantiert voll in Logik. Den Namefaker auf dem Weg Richtung Hera. Bin trotzdem so ein bisschen gespannt. Ist denn jetzt irgendwas im Pot? Okay, wir haben natürlich auch noch das Tablet hier. Das wäre ein weiterer Grund, nach hier oben zu gehen. Aber nur 20 Rubine. Außerdem haben wir noch Spy Cave hier oben tatsächlich jetzt. Dank Handschuh und Hammer. Also wie dem Cape, das wir schon länger haben. Das Ganze jetzt auch in Logik. Macht also durchaus Sinn, auch nach hier oben zu gehen. Es sind immerhin 4 Items. Auch wenn Spiegel natürlich einiges hier angenehmer machen würde. Bin auch gespannt, ob Namefaker hier jetzt mit dem Hera-Pot nach oben geht, wenn man bedenkt, dass wir hier schon gerade den Smog bekommen haben. Oder wir finden einfach die Mits. Und ich glaube, Namefaker sagt sich gerade, jo, das reicht mir, ich kann jetzt gerade Dark Death Mountain machen. Ich lasse Hera jetzt einfach mal erstmal liegen. So, ja. Namefaker hier weiterhin mit einem sehr guten Riecher. Exodus by Blind. Third Rock Medallion ist heute Quake. Das haben wir, können wir öffnen. Und ist auch wahrscheinlich gar nicht so schlecht, dass wir es jetzt so rummachen, denn wir haben noch keinen Spiegel. Oh, Exodus muss aufpassen. Ich glaube, da geht gleich die Fee flöten. Aber die wurde ja, glaube ich, schon vorhin freigelassen. Also. Ja, Exodus spielt das Ganze lieber safe. Bleibt jetzt unten am Rand und wird getroffen. Gerade am Ende. Oh, das ist ärgerlich.
Okay, und Namefaker geht erstmal direkt nach Turtle Rock rein. Das wiederum halte ich vielleicht für ein bisschen fragwürdig. Wenn man bedenkt, dass man Hookshot Cave und Spobani Cave zuerst machen könnte. Weil jetzt hat man vielleicht genau diese Situation, man sagt, ein Small Key kann eventuell weitergehen, kann eventuell nicht weitergehen. Es ist jetzt Fire Rod locked und ich glaube, Namefaker stellt sich gerade jetzt dieselbe Frage und sagt sich, na, lass mich lieber hier raus. Erstmal noch die 6 anderen Checks machen und dann kann man weitersehen. Gut, da ist natürlich das Problem mit der Fee, die Namefaker jetzt offensichtlich vergessen hat gerade. Was natürlich unglücklich ist. Und jetzt entscheidet sich Namefaker doch weiterzugehen. Okay. Bisschen Unentschlossenheit. Bereitet hier aber auch schon mal einen Deathwop vor. Ich bin mir ganz sicher, das ist absolut beabsichtigt so gewesen. Muss jetzt natürlich ein bisschen aufpassen wegen den Chain Chomps. Aber auch das super gelöst und ja, man kann weitergehen, aber Namefaker geht trotzdem erstmal raus. Ja, absolut sinnvolle Entscheidung, denke ich hier, denn wenn der Fire Rod jetzt einfach draußen liegt, dann kann Namefaker Turtle Rock einfach direkt full clearen. Und jetzt erst runtergehen zu Mimic Cave, man hat, oder beziehungsweise Richtung Big Chest, man hat keinen Spiegel. Nur um dann festzustellen, dass der Fire Rod halt einfach draußen lag, das wäre eben nicht ganz sinnvoll. Namefaker hat jetzt noch ein bisschen Magie verbraten, das ist jetzt aber gar nicht so schlimm. Der kann hier einen Full Magic Drop nämlich gerade wieder rausholen. Findet die Schaufel. Und ein Schwertersatz-Item. Die grünen 20er. 4 Stück. Von im Pool, die Schwerter ersetzen, während Hexodus ebenfalls jetzt gerade Handschuhe und Hammer findet. Und die Meinung darüber Ausdruck verleiht. Und da ist der Mirror in Hookshot Cave. Und ich glaube, jetzt ist Namefaker doch nicht daran interessiert, nochmal in Third Rock reinzugehen. Ich meine, okay, ist verständlich. Wir haben jetzt Zugang zu Desert. Wir können Maya machen, wir können Swamp Palace machen. Uns fehlt nur noch Fire Rod und Bogen für Go-Mode. Aber da ist jetzt natürlich die Sache mit Turtle Rock. Wir haben Mimic Cave in Logik. Wir haben die Wanderlabby Keep Chest in Logik. Das ist so Potenzial für Namefaker da, dann eventuell jetzt was sehr, sehr lange liegen zu lassen. Auf der anderen Seite sehen wir auch hier einen Off-Check von Hexodus, der jetzt nochmal direkt nach Catfish geht. Auch das ein Check, den Namefaker jetzt potenziell erstmal längere Zeit nicht machen wird, denn er hat einfach schlicht bessere Optionen. Aber wenn dort ein wichtiges Item liegt, wie zum Beispiel der Fire Rod, wer weiß. Könnte genau das sein, was Hexodus braucht, um in diesen Seed zurückzukommen. Ah, nope, nur ein Herzcontainer. Ist zwar rot, aber nicht das, was wir suchen. Und Hexodus muss jetzt gerade nachdenken. Entscheidet sich erst einmal für Back of Escape. Finden den Swarm direkt mal den Kompass. Das heißt, wir haben schon ein garantiertes Item Left Side, beziehungsweise in der Big Chest. Thank you.
Und ich habe den Verdacht, Exodus fühlt sich extrem, extrem schlecht in diesem Seed und sucht nach einem Big Play. Und dieses Big Play wurde ausgemacht mit der T-Stone Big Chest. Namefaker findet unterdessen den Mushroom. Ja, Exodus, man hat keine Mits. Da muss man auch wieder ausmachen. Okay, Mushroom in Swamp für Namefaker. Ja. Entscheidet sich erstmal dazu, Left Side zu skippen. Kann später nochmal zurückgehen. Und ja, Exodus direkt auf dem Weg nach Thiefstown, während Namefaker den Bogen findet. Das heißt, das Einzige, was Exodus jetzt noch finden kann, ist der Firewall. Und technisch gesehen die Boots, die den GTB Keyboard. Streich das letzte. Namefaker entscheidet sich für Menu Fight Argus. Ich meine, mit dem Bogen und Silvers könnte man durchaus eine Quickswap Fight hinlegen. Immer ein paar F***en und dann Silver abschießen. Beinhaltet aber natürlich das Risiko, dass man einfach ein wenig zu weit Quickswapt und auf einmal am Anfang des Dungeons steht. Und Exodus zeigt uns jetzt, ob die Thiefstown Big Chest ein wichtiges Item beinhaltet. Nope. 10 Pfeile, die Namefaker sicher nicht vermissen wird, auch wenn hier gerade einer daneben ging, gegen Argus. Und da war das zweite Schwertersatz-Item. Exodus natürlich hat Blind auch noch nicht besiegt gehabt, ist ja gestorben und dann rausgegangen, also geht jetzt für den Refight. Hat jetzt den Hammer zusätzlich, ein paar mehr Herzen. Namefaker überprüft das Bombos-Tablet. Hat Left Side geskippt. Nur ein Schild auf dem Tablet. Ja, ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Das sieht nach dem Weg nach Meier aus. Ich meine, mit Bogen und Silvers gerade gefunden, macht es durchaus Sinn. Schauen wir mal aufs Medaillen. Es ist Ether, das haben wir. Das heißt, Bombos Medaillen wird auch nicht mehr nötig sein. Und dann auf nach Meier. Warum nicht? Könnt's machen. Der Fight gegen Witches ist relativ einfach mit den Silvers. Kein Grund, das Ganze jetzt großartig aufzuschieben. Man könnte noch Checkerboard Cave zuerst checken, wenn man wollte. Und Exodus mit dem abgeschlossenen Blind Fight unterwegs zurück auf den Berg. Wird das Spike Cave? Da hat Texodes Backrock noch nicht gecheckt. Ah,
Das sieht eher nach Spikey aus. Also Hexode sucht verzweifelt. Gerade nach den Mids und oder einem Big Play. Und Namepicker hat die ein oder andere Option offen gelassen, wo Hexodes vielleicht noch den Fire Rod finden kann, um eine Chance zu haben. Aber nicht mehr viele. Und Hexodes hat hier doch durchaus schon einen ordentlichen Rückstand. Doch Spike Cave hat einfach gar nichts. Meier ist aber mindestens genauso geizig mit den Items. Da ist das erste. Das heißt, wir können auch direkt unten die Cutscene-Chest machen, denn wir wissen, entweder es ist der Big hier oder das zweite Item. Wenn ich meine Karte und Kompass sind schon beide raus. Cutscene-Chest in Maya hat nur ein Herzteil. Es ist das zweite Item, aber nicht hilfreich. Und Hexodes geht nicht weiter in Hera. Oder geht doch oder nicht? Oder doch oder nicht? Oder doch? Nee, geht nicht weiter. Das heißt, das verbleibende Item in Hera ist auch ein Mysterium. Wenn es der Fire Rod ist, dann wird es beiden wehtun. Das heißt, ein Problem weniger für Namepicker. Jetzt hier den Big Key. Schauen wir mal, was Hexodes in und um Tia anstellt. Macht's auf jeden Fall auf, das macht soweit Sinn. Geht jetzt aber erstmal, bevor es nach TA reingeht, den Spiegel abholen. Namepicker jetzt ein recht schneller Vigilus Fight. Hexodes findet die Schaufel und geht zurück.
Bin mal gespannt, ob wir jetzt den Trip durch TR durchsehen. Speziell mit dem Spiegel für Mimikay. Könnte hier was Interessantes sein. Namepicker jetzt auf dem Weg noch Lenmo kurz abzuschließen. Ist ja mein Crystal. Und auch wenn wir zwar immer noch nicht den Fire Rod haben, jetzt haben wir zumindest Ice Rod und Hammer. Das sind bessere Waffen als vorhin. Zumal wir jetzt auch überhaupt in die Handschuhe haben, um hier hinzukommen. Kurze Herr Landmo-Fight. Exodus ist auf dem Weg runter Richtung Vanilla Biki Chest in Third Rock und Mimikave. So, ich gehe mal davon aus, Namefaker Checkerboard Cave, dann vielleicht als nächstes Eastern. Auch das hier ein Crystal. Und dann ist halt eben schon die Frage, Namefaker könnte eventuell schon tatsächlich über die Dark World nach Eastern gehen, um dann direkt nach Pot rüber zu, oder von Pot aus rüber zu spiegeln und dann nach dem Crystal eben dann halt direkt in Pendant Pot reingehen zu können, falls der Fire nicht aufgetaucht ist. Exodus kämpft gerade um den Small Key. Und Tatsache, Namefaker macht genau das, was ich gerade eben angesprochen habe. Nur eine Karte in der Vanilla Big Chest. Das heißt, Turtle Rock ist Fire Rod locked und Hexodus geht raus, ohne Mimic Cave zu checken. Oh. Eieiei, das könnte genau der eine Skip sein, der Hexodus letzte Chance darauf, hier in den Seed zu kommen, zunichte macht. Ich meine, es ist verständlich, Swamp Palace ist komplett offen und es ist immer noch Left Side Swamp übrig. Von daher vielleicht eine verbleibende Chance dann doch noch. Aber die Optionen für Hexodus verschwinden. Bleibt dann nicht mehr viel übrig.
einmal Armus Knights mit Silver Arrows, bitte. Für ein Herzteil. Das heißt, Nebenfigur wird jetzt gleich in die Dark World zurückgehen. Palace of Darkness betreten, auf der Suche nach dem Fire Rod. Ist nicht bowlocked. Ist die Front nicht. So, das mit den gefundenen Mushroom. Und geht direkt auf die Left Side. Ist ja nur Kies vorne drin. Das heißt, der hintere Teil ebenfalls nicht bowlocked. Die Decke geht jetzt aber auf die Bowlock-Seite. Ja. Schön die Fetch Quest und ein Kompass. So, Left Side hat die Karte. Und ein Schild. Ja. Ich glaube, das ist mit die letzte Chance für Exodus gewesen, hier nochmal irgendwas in dem Seed zu reißen. Vielleicht die Big Chest noch. Ich habe nicht aufgepasst, ob sich der Big Key selbst wegschließt. Bisher aber auch nicht wirklich viel Sachen. War jetzt ein Herzcontainer noch dabei. So, das ist gerade leichte Probleme mit dem Diver Down. Kann manchmal passieren, wenn man es zu schnell machen möchte. Denn mit die Silvers wird gleich auch die Boots bekommen. Ich meine, wir haben die Boots-Checks auch noch offen. Und das war jetzt gerade die Karte. Das heißt, Helm of the King hat ein Item. Das ist jetzt schon die Position, wo Namefaker überlegen muss, kann er sich erlauben, Helmer zu skippen? Entscheidet sich auf jeden Fall erstmal dafür. Namefaker hat auch noch nicht das Pedestal gecheckt. Puh. Ich meine, wir haben noch Green Pendant Ice Palace. Das sind 4 Items. Und Namefaker geht jetzt vielleicht erstmal ein wenig Overworld-Kram erledigen. Potenziell hier die Smith-Chain. Inklusive Magic Bed, eventuell die Nordroute, wir haben die Boots-Checks ja auch noch nicht gesehen. Also es sind noch ein paar Optionen offen. Sieht nach Nordroute aus. Bumper Ledge, Boots-Checks.
Ah, ne, Faker hat Bumble vielleicht schon gecheckt gehabt. Bonkrocks sind schon mal nicht. So, das jetzt kriegt die zweite Phase von Argus nicht mit dem Silver Arrow zu fassen. Agar oder ein Lumberjack Check jetzt von dem Faker noch. Sieht den Bloomerang. Eieieiei. Also bei Hexodes merkt man gerade auch den Tilt. Geht jetzt zum Hammer. Grave Edge, nur drei Bomben. Aber anscheinend hat sich der Big Key in Form tatsächlich selbst weggeschlossen. Exodus ist jetzt wahrscheinlich eben auf dem Weg Richtung Palace of Darkness. Mein Namefaker hat jetzt ihm nochmal Helmer Socking als Option angeboten, wo der Fire Rod sein kann, den Namefaker geskippt hat. Aber so langsam muss Hexodes diesen dann auch mal finden, denn Namefaker hat einfach drei Crystal Dungeons Vorsprung. Und bis Hexodes diese aufgeholt hat, hat Namefaker halt irgendwann auch alle seine Checks erschöpft. Wir sehen jetzt hier die Smith Chain gleich. Echt interessant hier herauszustellen, dass Namefaker Catfish weiterhin ignoriert. Ich lieber entschieden, die Smith Chain jetzt anzugehen. Ja, auch Exodus geht gar nicht erst nach Eastern rein für das eine Item auf den Armus Knight, sondern geht direkt Pendant Palace of Darkness machen. Namefaker holt sich Hookspeed. Zeigt uns die Variante, wie man Swordless Hammer Packs macht. Und da ist der Fire Rod. Es wäre eigentlich so einfach gewesen. Nur einmal kurz Hammer Packs machen. Das hovert die rechte Seite von Port. Oder versucht es zumindest. Fällt kurz vor Ziel runter. Und dort das Powder. Geht jetzt die Vanilla Big Key Chest checken, wo Hexodes gerade auf der Bulldog-Seite Kompass und ein Item gefunden hat. Das ist ein Small Key, den Hexodes definitiv wissen kann, dass es einer ist, aber vielleicht auch da einfach auf Tilt unterwegs.
Mortal Fear Name Faker mit dem Hammer. Bleibt relativ weit oben gerade die Motte, das ist natürlich sehr unangenehm. Gerade mit dem bewegenden Boden und der Hammerhitbox ist das hilfreich. Jetzt kommt die Motte ein bisschen runter, das macht es einfacher. Und kaum ist die Motte etwas mehr in der Mitte, dann kriegt Name Faker das auch sehr gut hin. Sie zu besiegen, holt sich Crystal Nummer 6. Und für den Impact geht es dann jetzt nur noch einmal auf Richtung Turtlerock. Sollte nicht vergessen, die rechte Seite zu machen, denn dort ist der Big Key. Kann ansonsten aber auch gleich schon durch die Front durchspazieren. Kann Lava Chest skippen. Dort haben wir ja gesehen, ist nur die Karte drin. Faker hat im Prinzip alles, was er braucht, um diesen Ziel zu beenden. Inklusive Powder und Bugnet und der Menge Flaschen, die man noch mit Feen füllen kann, wenn man Lust hat. Hier gerade ein bisschen Glück gehabt, der Jelly hätte ihn fast noch von der Plattform geschubst. Nein, Faker klaut sich den Key. Während Exodus sich jetzt auf den Weg macht Richtung Misery Mire. Thank you.
Okay, Laserbridge, wo hast du den Key versteckt? Nicht in der ersten. In der zweiten Truhe. Dann wird Namepack jetzt aufbrechen zu Trinex Kristall Nummer 7 in Empfang nehmen. Und dann geht's auch schon Richtung GT. Dort wird nur noch der Big Key gesucht werden. An einer von 22 Positionen. Ein Ficker verfehlt hier mit dem ersten Ice Rod Schuss, mit dem zweiten auch. Das ist nicht unbedingt so, wie man den Kampf starten möchte. Findet dann aber den Rhythmus. Dann nimmt hier einen Spike Hit, läuft dann einmal in Trinex rein. Kopf explodiert noch, kann deswegen gerade nicht auf den Hammer wechseln. Kriegt auch noch einen mit von dem Hauptkopf. Hat die erste Phase geschafft. Jetzt aufpassen, die zweite Phase heil zu überstehen, also vielleicht einmal auf Nummer sicher gehen oder eben kurz ein Red Goo trinken. Geht das Ganze hier relativ sicher an. Gut, ist dabei die Cutscene-Chest gerade zu machen, wird dort das zweite Herzteil aus Maya in Empfang nehmen. Ja, aber das sind 7 Kristalle für Namefake. Paygard GT betreten. Beginnt links. Torch, nur ein Herzteil. Das heißt, die Boots, die Namefake gefunden hat, waren zwar ganz nett, so für die Mobilität und so, aber benötigt waren sie an sich erstmal nicht. Die ersten 5 waren es nicht. Namefaker spiegelt raus, geht auf die rechte Seite. Aber auch die rechte Seite keinen Somaria, kein Biki. Ja.
Faker holt sich hier nochmal über den Stun Price. Full Magic zurück vom Starforce. Vom Skelett. Und da ist der Big Key auf der Nummer 13. Filzdieb, offenbar mit dem richtigen Riecher. Namefaker muss jetzt noch einmal den GT-Client bewältigen. Hat den Fire Rod, hat die Silver Arrows und hat vor allem Full Magic als Stun Price. Das ist eine sehr gute Information. Da lässt sich dann relativ angenehm eigentlich im Climb alles niederfackeln. Macht den ersten Raum mit Silvers. Auch. Also wirft dann halt mit den Töpfen. Entscheidet sich jetzt hier eine Fee zu fangen. Vielleicht nicht so verkehrt, nachdem man gerade die Red Crew ausgegeben hat und die Fee ja dann vorhin einmal verbraucht hatte, weil man sich unschlüssig war, wie man weitermachen will. Wechselt jetzt Fire Rod. Und Exodus auf dem Weg, eben jenen gerade aus Hammerpacks zu befreien. Sauber hingekriegt von Namefaker hier, den Nenmo 2 Fight mit One Cycle zu machen. Dem man die Anti-Fairy gepowdert hat. Und beziehungsweise den Bunny Beam ja. Und da ist der Fire Rod für Exodus. Auch da bedeutet es Go Mode. Die Magie wieder auf. Er braucht eine Green Potion, das wird aber jetzt eigentlich nicht mehr so extrem viel nötig sein beim Ganon Fight. Mit den Silvers. Daher sollte das kein Problem darstellen. Nehmt ihr nochmal die Truhe mit, aber nur die Karte drin. Leider nicht wirklich hilfreich. Solider Fight gegen Modem 2, wechselt noch schnell auf den Hookshot. Agar 2 mit Bugnet. Agar 2 tatsächlich ein relativ unangenehmer Fight in Swordless. Kriegt hier aber einen guten Start hin mit einem Doppeltreffer, Namefaker.
die Position nicht ideal, kriegt aber immerhin einen Treffer, das ist gut. Ein Treffer pro Runde ist definitiv, wenn man leben kann. Die Position sieht auch gut aus, kommt leider ein Blue Ball, deswegen wird das auch nur einer. Die Position kann auch wieder was werden. Und ja, hier schönes Doppel zum Abschluss. 2-1, 1-2. Kann man sich nicht drüber beschweren. Damit bleibt nur noch Gannon, der Namefaker vom Siegtrend und damit vom 2-0 in dieser Woche von den Turtle Rockers gegen die Validation Chess Boots. Und gibt eigentlich nicht viel, was hier noch passieren sollte. Namefaker hat einen beruhigend großen Vorsprung. Etwas Safeties in der Hinterhand, genügend Geld, um sich nochmal Potions zu kaufen. Oh, kriegt hier eine sehr ärgerliche Position von Gannon, aber war noch nicht in der zweiten Phase. Sieht man auch selten, dass Gannon da stehen bleibt. Und Namefaker wartet jetzt hier offenbar noch auf eine bessere Position für Phase 2, kriegt sie nicht so ganz wirklich. Da kann man sich halt auch nicht unbedingt ewig leisten, wenn es ein enges Race wird. Und ich glaube, Namefaker sagt sich, ja, okay, die Position muss reichen. Ich kann nicht länger warten. Kriegt hier 5 saubere Hits rein. Ah, nimmt jetzt hier nochmal einen Hit, den wollte er nicht. Nochmal 2 Hits, einmal einen Hookshot. I-Frames, dann kann man einen Himmel-Hit landen, einen zweiten. Dann nimmt er die Fee, wird jetzt wahrscheinlich versuchen, Damage zu boosten, um die zweite Phase abzuschließen. Wenn wir die I-Frames nutzen. Oh, geht lieber doch raus. Hat das gereicht? Das hat gereicht, okay. Er kriegt nochmal einen mit, ist aber nicht mehr so schlimm. Schon in der dritten Phase jetzt. Jetzt geht es eher darum, die Hammer zu netzen und nicht die Spiral Bats loszulassen. Kommt hier einen guten Hit rein. Dritte sitzt relativ gut. Die Position wäre angenehm, das ist auch in Ordnung. Die ein bisschen nerviger, aber Gannon geht wieder runter. Phase 4. Noch 4 Silver Arrows. Ziehe zum Double an, das Triple reicht nicht mehr. Ja, da kommt Namefaker zu spät. Da könnte sich noch eine Bet lösen, deswegen bricht Namefaker auch lieber ab, geht auf Nummer sicher. Nicht noch riskieren, runter zu geschubst zu werden. Braucht dann noch einen Silver Arrow, lässt die Fackeln im Ausgehen, kann sich Gannon dann halt in eine gute Position bringen, um ihn zu stunnen, letzten Silver zu setzen. Sicher runtergespielt am Ende, nichts anbrennen lassen. Und dann verbleibt noch eine Brücke, die zu überqueren ist für Namefaker. Dann gewinnt er dieses Race. Auch offiziell! Und dies mit einer Zeit von 1 Stunde, 37 Minuten und 33 Sekunden. Und Hexodes ist endlich erlöst. Hat es noch nicht ganz mitbekommen. Aber jetzt anscheinend wohl doch. Und hat forfeited. Ah, macht noch ein paar Hoverspäße jetzt hier. Aber ja, das war das Race. Ja, Gratulation Namefaker. Sauber runtergespielt. Nie wirklich was anbrennen lassen. Ja, und der Seed war halt einfach extrem unangenehm für Exodus. Das, ja. Der Tod im Agar Tower war schon bitter. Der Tod bei Blind hat dann wahrscheinlich den Rest gegeben. Und ja, alles andere, da hatte Namefaker einfach auch die Route besser getroffen. Und dann kann man am Ende da gar nicht so viel machen.
Und ja, wir haben Hexodes dann hier jetzt tatsächlich gerade zum Interview, der gesagt hat, er spricht ein bisschen Deutsch. Nur ein bisschen. Wenn ich Schweizerdeutsch spreche, dann kannst du mich korrigieren. Es ist ja doch dann immer noch nah dran, denke ich. Von daher, es wird wahrscheinlich schon passen. Wir können es auch gerne auf Englisch machen. Herr Namepicker hat schon gesagt, er wird nicht zum Interview kommen. Ich denke, da braucht man dann halt auch nicht wirklich weiter warten. Ich meine, es ist schon spät hier. Ja. Aber ja. Ja, was ein Zieht. Also, mein Namepicker hat ihn ganz gut getroffen, aber deine Reise ging nicht gut los. Und, ja, war schwierig und mit dem blöden Ärger früher. Also eigentlich habe ich gewusst, dass Ärger war wirklich in Logic, aber ja, ich habe gehofft, dass ich ein Bow oder Hammer oder irgend sowas, nicht nur Game of Samaria, irgendwas, um das ein bisschen einfacher zu machen, aber ja, so geht es. Ja. Also ich meine, wir haben schon relativ schnell spekuliert, ob Aga eben halt wirklich nur mit Samaria gemacht werden soll. Dadurch, dass wir halt so viele Flaschen bekommen haben, war es dann doch eigentlich relativ früh zumindest abzusehen, dass es darauf hinauslaufen wird. Man hofft natürlich immer und man muss auch sagen, ihr habt beide alles gemacht, inklusive dem Eastern Dip, bevor ihr zu Aga gegangen seid. Namepicker war einfach nur ein bisschen schneller, ein bisschen effizienter, ist direkt in Kakariko gestartet und hatte die Flöte von Anfang an, also hatte da auch ein bisschen den Mobility-Vorteil. Ja. Ja, aber da muss man dann halt einfach sagen, also bis zum Aga Tower hat Namepicker anderthalb Minuten ungefähr erspielt, durch ein bisschen besseres Routing, ein bisschen, ja, einfach klein, sauberere Execution, aber dann spätestens im Aga Tower. Namepicker hat einen sehr, sehr guten Aga Tower hingelegt und ist dann auch ohne Tod durchgekommen und spätestens ab da war das Race quasi entschieden. Mein Aga Tower war ganz schlecht. Also, ja, ich glaube, wenn du mal ein Beispiel sehen möchtest, wie man das Ganze machen möchte mit Samaria, schau dir den Restream nochmal an. Namepicker hat wirklich ein Paradebeispiel abgeliefert, sehr, sehr stark. Wusste zu dem Zeitpunkt auch schon mit dem Stunt Prize Full Magic Bescheid, also das hat natürlich sicherlich auch geholfen. Mhm. Aber ja, hat wirklich super, super starken Aga Tower hingelegt und selbst ohne den Tod bei Aga Tower wäre schon sehr, sehr knapp geworden und spätestens dann war halt der Vorsprung groß und ja, dann kam auch der Tod bei Blind dazu bei dir, der sehr ärgerlich, sehr knapp war und ja. Dann hast du halt natürlich auch irgendwie versucht, dann vielleicht noch so diese letzten Strohhalme zu finden, bist dann direkt zurück T-Stone Big Chest zurückgelaufen, die Namepicker ausgelassen hat. Also wenn da was Wichtiges gewesen wäre, hätte es deine Chance sein können. Ja, ja, und dann mit dem Fire Rod. Das war ganz schlecht. Ja, das die, ist mein... Ja, also es ist nicht dein Last Location, aber... Ja, das war nicht ganz so einfach zu figure out. Ja, da muss man auch sagen, auch Namepicker hat sehr lange gebraucht, bis er den Fireout gefunden hat. War recht schnell dann bei den Mids in Hera, hat dann auch gesagt, okay, das zweite Item interessiert ihn nicht mehr. Ist dann auf die rechte Seite gegangen, hat auch kurz in Turtle Rock überlebt. Aber hat dann mit dem Spiegel auch eher gesagt, ist nach Swamp gegangen, hat Left Side Swamp geskippt. Also es waren noch Möglichkeiten da, wo du den Fireout hättest finden können. Aber es hat halt eben einfach dann auch nicht sollen sein. Und ja, was bei dir halt vielleicht noch die Frage war, du bist dann in Third Rock ja tatsächlich auch weitergegangen als nach den Change-Ups noch. Dann war halt die Karte unglücklicherweise nur in der Lava-Chest. Du hast dich entschieden, nicht bis Mimic Cave durchzugehen. Da hätte der Fire Rod immer noch sein können. Gab es da einen speziellen Grund für? Aber mit deinem Hälfte Herz und nur Hammer mit zwei Pokies
Ah, ja, ich gut. Habe Schwierigkeiten mit einer. Zwei sind mehr Probleme. Gut, das ist natürlich berechtigt. Ja, das ist nachvollziehbar. Das kann ich verstehen. Wir haben den Kampf schon mit dem ersten gesehen, dann auch vor der Lava Chest. Von daher zwei weitere. Ja, gut, das macht Sinn. Ja. Ja. Ja, aber gut, dann muss man, glaube ich, im Endeffekt einfach sagen, hat Namefaker einfach besser gespielt und verdient gewonnen. Ich glaube, da kann man nicht viel anderes mehr sagen. Ist natürlich jetzt schade für euer Team. 0-2 diese Woche hat man sich sicherlich auch mehr erhofft. Speziell im Kampf gegen die Relegation in dieser Division wäre zumindest ein Sieg sicherlich sehr hilfreich gewesen. Seid ihr dennoch zuversichtlich, dass ihr am Ende die Liga halten könnt? Oder hättet ihr schon vielleicht den einen Sieg diese Woche gebraucht? Ich weiß nämlich nicht genau, wie euer Spielplan jetzt für die letzten zwei Wochen aussieht. Ja, also ich glaube, so wir haben es ist früher und mein Deutsch ist nicht geübt. Ist nicht so schlimm. Also im Endeffekt verstehen die meisten hier dann auch Englisch, also wenn es da dann einfach ist, kann man da auch die Formulierung zur Hilfe nehmen. Das ist nicht das Problem. So, ja. Ja, es war eine schlechte Woche, ganz sicher. Ich hoffe, dass ich kann eine Gewinn nehmen, aber so ist es nicht gegangen. Aber Namefaker ist ganz gut und jede Entscheidung dieses Seed war, ich glaube, das schlecht oder das falsch entscheide und dann vielleicht nicht Mitz ist gut gewesen, aber ja, Turtle Rock früher ist schlecht und dann Philly Turt Thieves Town und ja, ist nicht mein Tag heute. Ja. Aber so geht das mit Rando. Genau, ich glaube, da kann jeder, der schon zwei oder drei Mal Rando gespielt hat, ein Lied von singen. Dann, ich habe es selbst schon oft genug erlebt. Manche Seed gewinnt man, und bei manchen, da soll es einfach nicht sein. Ja. Und das war dann halt heute einfach so ein Tag. Und so ist es. Aber es ist aber eben auch nur. Es ist immer noch Spaß, so. Mir spielt immer noch. Es war auch nur ein Race, es kommen noch zwei Wochen. Nächste Woche Cross Keys, das wird dann wieder was ganz anderes werden. Ja. Naja, werden die Karten neu gemischt. Ich wünsche euch viel Erfolg. Danke. Vielleicht aus gegebenem Anlass. Halten wir aber das vielleicht zu dem ein oder anderen Konkurrenzteam von euch, speziell Team Hime, ja eben auch deutschsprachig, also daher ist jetzt hier vielleicht die deutsche Community da vielleicht ein wenig anders orientiert, nichtsdestotrotz natürlich euch viel Glück also, bei den Versuchen, die Liga zu halten. Ich meine, jedes Team, das hier spielt, hat absolut starke Spieler und es wird immer umkämpft sein. Ja, nächstes Woche ist Ayoshi und Schulzer. So. Ja. Das sind beide sehr gut Cross-Keys-Spieler. Ich kann da auch schon sagen, dass da sich noch ein paar Änderungen auftun werden. Also da. Das ist gerade wirklich für mich eine sehr interessante Situation, dass du das dir gerade ansprichst. Ich kann dir versichern, auf die beiden wirst du nicht treffen können. Oder wird euer Team nicht treffen können. Da wird noch was passieren. Vielleicht im Laufe der Woche. Aber ja. Ja. Aber ja, GG's. Zum Namefaker. Danke für die Restream.
Immer wieder gern. Und Commentator. Ja. Oder wie auch es heißt auf Deutsch. Oh, das sind Kommentatoren. Also da ist das Wort tatsächlich prinzipiell das gleiche. Das ist das gleiche Wort. Genau. Ja. Okay. Also, ich habe das Sie nicht fertig gemacht. So. Verständlich. Von daher möchte ich dich jetzt auch gar nicht unbedingt länger aufhalten. Danke, dass du hier nochmal auf ein paar Worte vorbeigeschaut hast. Vor allem, dass das hier auch auf Deutsch geklappt hat. Das erlebt man ja auch nicht immer von allen internationalen Spielern. Aber ja, hat mich gefreut und noch einen schönen Abend, viel Erfolg und ja. Vielleicht hört man sich oder sieht man sich ja vielleicht sogar in naher Zukunft nochmal wieder. Ich möchte jetzt hier nicht so viel andeuten, aber. Ja, vielleicht. Sachen passieren. Ja. Auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr unseren Runnern natürlich ein Follow da lassen. Verdient haben sie es auf alle Fälle. Und ja. So verpasst ihr dann auch nicht weitere Races aus der League von den jeweiligen Runnern. Aber auf weitere Races angesprochen, haben wir auf jeden Fall morgen noch ein Spiel geplant, das hier auf Speed Gaming Deutsch gezeigt werden soll, wenn ich das richtig im Kopf habe. Skadio, wo bist du? 20.25 Uhr. Die Nice and Fragger gegen No Shovel, No Go Mode. Tantalus gegen The Third X. Wird hier übertragen werden. Das heißt, wenn ihr mehr Thoughtless Action sehen wollt, diesmal aus der Open League. Morgen, 7:45 einschalten, müssen wir zusammen. Kurz vor 9:30. Ja, ansonsten wünsche ich an dieser Stelle euch noch einen schönen Abend, eine gute Nacht und ja, kommt gut ins Wochenende. Bis zum nächsten Mal.